Da 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 da. Ba da da da. Ba da da da. Sorry, I was just a little wild. Da 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 da. Ba da da da. Ist doch wohl kein Problem. Du wirst ja wohl mal ein Foto machen können. Warte. Michael, das ist das 10.000. Foto und das stellst du dann wieder auf deine schangelige Internetseite, ne? Meine Seite ist ja wohl noch wesentlich besser als die Seite von einigen anderen. Ja, das stimmt. Ich finde das immer so toll, wenn Rentner ihr Hobby entdecken, weil inzwischen ist es ja wirklich möglich, jeder kann sich ja eine Domain anmelden. Aber Rentner auch? Ja, es ist wirklich www.lebensabend.de. Nein, aber wenn du so am Lebensabend denkst, ich möchte mich noch mal technisch begeistern und dir dann so eine Internetseite schraubst, wo dann teilweise die Familienmitglieder mit Hund und Lebensgeschichte. Ach so, Familien. Familien im Internet finde ich gut. Ja, ist toll. Das ist so ein bisschen so jetzt der multimediale Ersatz fürs getöpferte Klingelschild. Ne? Ja. Hier leben und streiten sich die Hubert Kleins. Was ich mal gesehen habe auf einer Internetseite war, da hat jemand den Tod der Oma dokumentiert. Was? Mit, ja, aufgebahrt und Grab fotografiert und so, dass man einfach auch, damit die Verwandten in nah und fern auch sehen. Du meinst die Bikini-Fotos von Uschi Glas? Richtig. Kennst du MySpace? Ja. Da gibt es ja so Seiten, wo dann so die teilweise auch Mädels, die echt gut aussehen. Du kannst immer so auf eine Fotoseite kannst du dann immer so 10, 15 Bilder packen. Ja. Und also die hat dann auf ihrer Seite, sagen wir mal so, 70 Fotos. Ja. Und 70 Mal immer nur dieses Motiv. So. Nennen wir sie Lena. Ja. Lena am Strand. Lena auf dem Balkon. Lena beim Bier trinken. Lena in Bagdad. Sollen wir auch mal ein Foto machen? Komm, machen wir auch mal. Ne? Oh, schon ganz gut. Aber ganz ehrlich, ich frage mich auch immer, woher dieser Selbst... Also, ich kenne Lena ja jetzt nicht. Ja. Und es gibt auch nicht viele Dinge, die ich über... Also, Lena ist nicht berühmt, nicht Schauspielerin, sondern... aber könnte sie ja noch werden. Einzelhandelsverkäuferin in Bottrop. Richtig. Und da steht dann meine Schatzi und dann mit der besten Freundin mein Hasi. Und so, das will man doch alles nicht wissen, wer die beste Freundin ist. Ja, warum muss man das den Menschen mitteilen? Ja, das ist so der... also früher hattest du ja vor dem Internet gar keine Möglichkeit, sag mal, außerhalb deiner Stadtgrenzen überhaupt irgendwie berühmt von wem zu wahrgenommen werden. Wahrgenommen zu werden. Ja. Und jetzt, seitdem das Internet da ist, hast du ja die Möglichkeit, du kannst ja sagen, ja, ich habe auch in Australien und so gibt es Leute, die sagen, Mensch, du bist ein ganz toller Kerl. Also auf diesen 30 Fotos, wie du auf diesen 30 Fotos Bier trinkst, das ist der absolute Wahnsinn. Macht dir keiner nach. Aber was interessant ist, ist ja, wie man glaubt, wie man wahrgenommen wird. Ja. Und wie man dann wirklich von den Leuten, also es gibt ja immer Kommentare auch. Auf so MySpace zum Beispiel gibt es ja Kommentare. Und du selber denkst so, oh, ganz cool, alles Typ, klar. Ganz cool, lässig, so die perfekte Melange aus Intelligenz und Körper. Und die alle so, wer ist er denn? Hier, Christoph Maria Herbst. Für Arme. Ne? Stumpfer hier, Bruder. Ja, richtig schön Körper durchgepumpt, Kopf Erdnuss. So. Aber das stimmt doch. Das ist richtig. Aber ich frage mich auch immer, was einen dazu bewegt, so einen Kommentar zu schreiben. Weil ich bin noch nie irgendwo gewesen, wo ich dachte, Mensch, da musst du dem aber mal sagen, was du davon hältst. So, genau, es gibt ja so Internet, was weiß ich, Videokram oder so, wo dann immer die gleichen Leute auch schreiben, Scheiße, nicht lustig, Endkacke, würde ich niemals Zeit für investieren. Gepostet, freitagsabends, 2.13 Uhr. Mach mal ein Foto für deine Seite. Warte, na, sieht schon, warte, pass auf. So Internet-Flirtseiten sind ja neu.de zum Beispiel. Ist ja eh schon der größte Etikettenschwindel. Neu.de. Nee, will keiner.de. Will Resterampe.de. Du hast dann so teilweise so Frauen, sagen wir so Mitte 30, Möppen frisch gemacht. Das ist ja, wenn die dann so gerade so komplett vom Körper wenn abstehen. Wenn die auf der Seite liegt und die Dinger stehen immer noch in die Richtung. Die alte, so 35, so am Posieren auf der Couch. Du bist doch auch bei schon neu.de. 35. Klappe zu. Nein. Und die regelt sich auf der Couch und du siehst hinten aber noch hinten im Bild, siehst du noch so ein Foto von Mann und Kind. Man darf ja nie vergessen, das ist ja nun mal jetzt für die nächsten Jahrmillionen erstmal da drin. Und irgendwie ein Kumpel, der hat dann auch Fotos von sich, wirklich, der hat auch ein bisschen Sport gemacht und hat gesagt, so jetzt, wo du so schön Sport gemacht hast, ziehst du dich mal aus, posierst auf der Couch mit freiem Oberkörper, noch so leicht eingegelt, keine Buchse an, ist wirklich kein Witz. Diddlemaus. Nein! So? Nein. Ey, und
Du kannst ja nicht mehr mit dem, wenn du jetzt... Nein. Du kannst dann nicht mehr mit dem normalen Diddle, die Diddlemaus ist auch, finde ich, eine Ausgeburt der Hölle, oder? Die Diddlemaus, die gehört verbrannt. MySpace, das gönne ich mir, was ich niemals machen will, wäre Second Life. Was eine Scheiße, oder? Das ist aber doch wirklich, das macht mir so ein bisschen Angst. Du sitzt halt total fett mit einer Tüte Chips zu Hause und baust dir dein virtuelles Leben zu Ende. Boah, ich stelle mir das so geil vor, weißt du? Second Life, draußen scheint die Sonne. Ja. Sonne scheint und du sagst, oh Mann, ey, ich hätte hier, du gehst bei Second Life rein und sitzt schön bei Second Life am Strand oder so oder bei schönem Wetter in der Eisdiele. Wo du sagst, ey, wie behindert muss man eigentlich sein, um sowas zu machen? Und lutscht so zwei Kugeln Pixel-Maracuja jetzt zu dem schönen Wetter weg. Was für ein kranker Schrott. Das. Aber hier ganz schlimm ist ja auch diese Internetspiele. Wie heißt denn das nochmal? World of Warcraft. Da drehst du ja komplett durch. Ich habe mal in einer Redaktion gearbeitet, ja, wo erwachsene Männer zwischen 30 und 40 ernsthaft ein Spiel spielen, in dem sie Trolle und Zauberkatzen sind. Und da komm ich in den Raum, stehen dir da so ein ganz ernstes Gesicht und ich dachte, oh, läuft mit der Frau nicht gut, die Kinderprobleme. Ja. Nee, also wenn du mit dem Katzenmensch einen Nackenschuss verpasst, dann musst du dich nicht wundern, wenn der schwarze Kristall nicht mehr so ist wie vorher. Erwachsene Männer... Die sich über Zauberkristalle unterhalten. Ja. Es gibt ja teilweise sogar so Leute, die stellen irgendwelchen gefilmten Quatsch ins Internet und erwarten, dass die Leute das lustig finden und sich angucken. Wenn du jetzt mal wirklich jemandem ernsthaft erklärst, warum bist du bei MySpace? Es ist ja tatsächlich so, dass es, finde ich, ein eloquenter und toller Sport ist. Man freut sich über jeden Freund, den man bekommt. Also es ist so, ich habe schon 1000 Freunde, haha! Du nimmst aber auch jeden Schrott an, ne? Nee. Ich selektiere da. Du selektierst? Ja. Ich nehme jeden Schrott an. Echt? Ja, ich freue mich. Das sieht man auch auf deiner Startseite. Wenn man jetzt überlegen würde, wenn wir beide was machen würden. Wir beide zusammen? Ja. Das will doch keiner sehen. Vermutlich nicht. Nein. Du bist viel zu hässlich, um dich abfilmen zu lassen und ins Internet zu stellen. Stefanie, das muss ich mir von dem miesesten Ingrid Steger-Dubel Deutschlands nicht sagen lassen. Ich möchte, dass du die Klappe hältst. Und das ist ja übrigens ein guter Titel. Habe ich auch gerade gedacht. Vielleicht sollten wir doch was zusammen machen. When I wake up in the morning sun and all the dreaming is done and I turn to the right and then I just can't believe my eyes. And there's a lady lying next to me, but how can that be? Fitnessstudio, Umkleidekabine. Ja. Da hat man sich gerade so mit dem einen Gemächt abgefunden. Kommt ein Schwarzer in der Umkleidekabine. Ich habe mich gar nicht weiter umgezogen. I don't care. Now that she's there, I'm deciding that I could as well give her another try.